Hallo und herzlich willkommen zur 16. Podcast-Folge. Wie du dich am leichtesten und am schnellsten entwickeln kannst. Und bevor ich beginne, möchte ich von Herzen ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Zuerst mal ein Dankeschön, dass du da bist und dass du diese Folge oder alle meine Folgen angehört hast und dass du dir vielleicht sogar das ein oder andere für dich draus mitnehmen kannst. Und zum anderen habe ich vor einer Woche meinen Online-Kurs gestartet, also mein 21-Tage-Programm von der Verletzlichkeit als Superpower. Und es ist einfach so eine unglaublich tolle Gruppe. Wir sind 20 Teilnehmer in dem Programm und es ist so unglaublich kraftvoll, intensiv, transformierend. Menschen tauchen so tief ein in sich selbst und in ihren Prozess. Menschen öffnen sich für sich und für ihre Verletzlichkeit und für die Kraft, die dahinter steht. Und es ist wirklich unglaublich berührend und bewegend und ich bin so dankbar, ein Teil davon sein zu dürfen und um auch bei mir selber zu spüren und zu erkennen, wie viel tiefer ich selbst nochmal mit dem Thema in Kontakt trete. Und das Thema Verletzlichkeit, das war eins meiner Kernthemen, das war eins der Themen, die ich am schnellsten, nicht am schnellsten, die ich am stärksten oder am intensivsten verändert habe in den letzten 3 Jahren. Und ich habe so viel erkennen dürfen in dieser Zeit und über das Thema und über mich selbst. Und ich habe wirklich erkannt, dass alles, was ich bin, meine Beziehungen, die Qualität meines Lebens, die Qualität von dem, was ich nach draußen bringen, das, was ich anbiete, die Kurse, meine Yogastunden, meine Coachings, all das hat eines zugrunde und die Basis von all dem ist Verletzlichkeit, nämlich wie sehr kann ich mit mir in Verletzlichkeit sein. Und erst wenn ich diese Basis für mich zu einem gewissen Grad entwickelt und adaptiert habe, erst dann kann ich wirklich in Beziehung treten mit anderen Menschen, in Beziehung treten mit meinem Business, mit meiner vollen Kraft, mit meiner Originalität, mit dem, was ich bin. Das braucht diese Verletzlichkeit, weil die Verletzlichkeit ist ein Ja zu mir, das ist Selbstliebe, das ist wirklich zu dem, was ich fühle, zu dem, was ich bin, zu meiner Sensibilität, zu meinen Themen, zu meinen vielleicht auch mal unangenehmen Gefühlen, unangenehmen Seiten, zu dem wirklich zu stehen und zu sagen, ich verstecke das nicht, ich zeige das. Und was ich erkannt habe, ist, jedes Lebewesen auf der Erde, jedes Lebewesen, das einmal stirbt, ist verletzbar. Also was heißt überhaupt verletzlich sein? Es ist das Natürlichste der Welt. Die Frage ist nur, ob wir das erkennen und anerkennen oder ob wir mit dem in Widerstand gehen, ob wir das versuchen zu bekämpfen oder zu unterdrücken oder ob wir anerkennen, dass jedes Lebewesen auf dieser Erde sterben wird und wir deswegen alle verletzbar sind und dass nichts ist, wofür wir uns schämen müssen, dass nichts ist, was wir verstecken müssen, sondern das in Wahrheit so eine Kraft und so eine Stärke in sich trägt. Und ich war so oft an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mich für das, was ich bin, geschämt habe, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich bin nicht okay, ich darf nicht sein, wie ich bin, ich bin viel zu sensibel, ich bin eine Heulsuse, ich darf irgendwie das, was ich bin, nicht zeigen, weil ich werde verurteilt, ich werde abgelehnt, andere werden getriggert durch das, was ich bin. Andere sind vielleicht sauer, wenn ich wirklich in meine Kraft gehe. Und das ist so viel
Bullshit, was wir im Kollektiv dann oft, oder was wir im Einzelnen oft glauben über dieses Thema Verletzlichkeit. Und da möchte ich dir einfach mitgeben, wie viel Stärke in Wahrheit in dieser Kraft liegt, in dieser sanften Verletzlichkeit. Und weil das für mich so ein riesengroßes, so ein essentielles Thema war und ist, habe ich für mich entschieden, diesen Kurs, dieses Programm zu machen, weil ich einfach so gern anderen Menschen etwas weitergeben möchte von dem, wo ich so stark profitiere, von dem, wo ich merke, das bringt mir so viel in meinem Leben. Und da sind wir eigentlich schon beim allerersten Punkt. Und zwar in der Folge geht's ja darum, wie du dich leicht, freudvoll und effizient und auch schnell entwickeln kannst. Schnell unter Anführungszeichen, weil natürlich jeder geht in seinem Tempo und jeder Prozess braucht sein Tempo. Also du kannst am Gras nicht ziehen. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, um die Entwicklung zu unterstützen, und es gibt Möglichkeiten, um die Entwicklung zu blockieren. Und eine Möglichkeit, um wirklich dich nachhaltig zu entwickeln, um etwas Neues zu festigen, zu lernen, um etwas in deinem System einzuprogrammieren, ist es, anderen etwas weiterzugeben. Das heißt, eine Art von Vorbild zu sein. Weil wir lernen am leichtesten, am schnellsten und am effizientesten von Menschen, die wir lieben. Und da meine ich gar nicht diese romantische Liebe zwischen zwei Partnern, sondern ich meine die Haltung von Liebe, jemandem gegenüber wohlwollend und liebevoll zu sein. Und da meine ich dieses Vorbildsein. Weil wenn ich ein Vorbild habe, ja, dann ist es ein Mensch, der mich inspiriert, der für mich eine tolle Ausstrahlung hat, der eine spezielle Energie hat und Fähigkeiten lebt oder Dinge tut, die ich auch lernen möchte oder die ich in mir trage, aber vielleicht noch nicht so stark nach draußen dürfen, die ich noch nicht so stark entwickelt habe. Das heißt, eine Sache ist, schau mal, was du für dich in deinem Leben schon erkannt hast, schon transformiert hast und wo du auch selber noch tiefer gehen möchtest. Und dann sei Vorbild in dem. Gib anderen was weiter, sprich drüber, biet was an, mach vielleicht einen Workshop, einen Vortrag, schreib einen Artikel drüber. Gib das weiter, was du schon erkannt hast und wo du aber noch tiefer gehen möchtest, und staune und glaub mir, das wird deine Entwicklung nochmal sowas von intensivieren und nachhaltig verstärken. Und der andere Punkt, und der ist auch nochmal sowas von wichtig. Und zwar, wenn du dir ein Ziel setzt, ja, wenn du, um bei dem Thema Verletzlichkeit zu bleiben, wenn du jetzt für dich erkennst, du hast Schwierigkeiten damit, dich zu zeigen und verletzlich zu sein, dann setz dir ein Ziel. Sag, okay, ich gehe mit dem Thema wirklich in Verantwortung. Ich möchte lernen, mich verletzlich zu zeigen, weil. Koppel das auch an einen Sinn für dich. Warum willst du das machen? Und was genau? Und vielleicht sogar noch detaillierter. Setz dir auch einen Rahmen. Sag, innerhalb des nächsten Jahres möchte ich das und das entwickeln, weil. Schreib da wirklich mit dir so eine Art von Vertrag. Das heißt, der zweite Punkt ist Commitment. Committe dich dir selbst gegenüber. Wenn du einen Kurs buchst, wenn du einen Workshop machst, wenn du dir ein Buch kaufst über das Thema zum Beispiel Verletzlichkeit und du beschließt für dich, das zu machen, weil das sinnvoll ist, dann committe dich. Geh mit dir in Verantwortung. Sag wirklich dir selbst, ich mache das und ich bleibe da dran, weil ich den Sinn für mich erkenne. Und dann mach das wirklich. Committe dich, bleib für dich dran, tagtäglich, und geh auch weiter, auch wenn du Widerständen begegnest. Ja? Ich habe das so oft in meinem Leben erlebt. Ich habe zum Beispiel
extreme Widerstände gehabt, was Sport betrifft. Etwas tun, etwas umsetzen, körperlich an etwas dran zu sein. Und ich habe in meinem Leben immer Sport und Bewegung gemacht, aber es war ganz oft so ein Kampf, weil mein Kopf mir gesagt hat, dass ich das machen soll, weil es sinnvoll ist, weil es gesund ist, weil wenn ich Sport mache, dann nehme ich ab, dann halte ich mich in Form, dann fühle ich mich gut, so. Und ich bin so oft an Widerstände gestoßen, wenn ich mir überlege, wie oft ich auf meiner Yogamatte gesessen bin und gespürt habe, diesen inneren Schweinehund, dieses Gefühl von ich will nicht, dieses Gefühl von ich bin so genervt, dieses Gefühl von dem inneren Kampf mit mir selber, den Widerstand, das einfach nicht wollen, weil es irgendwo nicht natürlich war, dass mein Kopf mir sagt, was ich tun soll, während mein Körper oder mein Herz nicht bereit war, weil da eben diese Widerstände waren. Und mich aber da wirklich hinein zu entspannen in die Widerstände, nicht in den Kampf zu gehen, sondern das anzunehmen und anzuerkennen, zu erkennen, wo stehe ich, zu sehen, wo will ich hin, also wirklich diese innere Ausrichtung, dieses innere Navigationssystem, diesen Fokus, diese Richtung, okay. Da will ich hin. Warum will ich dahin? Welchen Sinn hat das? Was bringt mir das? Und dann mich zu committen, da dran zu bleiben, auch wenn Widerstände auftauchen. Weil ein Widerstand ist ja nichts Schlimmes. Ein Widerstand zeigt mir nur, wo für mich ein Geschenk wartet und wo für mich Wachstum wartet. Weil jeder Widerstand, in den ich mich hineinentspanne, jeder Widerstand, mit dem ich nicht in Widerstand gehe, sondern jeder Widerstand, den ich annehme, und an dem ich dranbleibe und den ich anschaue, den ich fühle und den ich in Bewegung bringe, der hat ein Geschenk für mich. Da lerne ich was, da wachse ich über mich hinaus. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich in diesem ganz natürlichen, körperlichen, lustvollen Bewegungsflow drinnen bin. Mein Körper möchte sich bewegen, mein Körper ist motiviert, das passiert fast von alleine. Und ich habe so viele Gründe, warum ich mich bewege, weil ich weiß, dass durch Bewegung ich an mein Potenzial rankomme. Ich weiß, dass durch Bewegung ich mich entwickle, dass ich durch Bewegung Neues lerne. Ich weiß, dass ich, wenn ich mit mir, mit meinem Körper in Kontakt und in Beziehung bin, dass ich mich in mir zu Hause fühle, dass mein Körper mein Tempel ist, dass ich mit mir ein Team bin, dass ich das erreiche, was ich erreichen möchte, dass ich Dinge umsetzen kann, dass ich an Dingen dranbleiben kann, dass es mir auch einfach Spaß und Freude macht und es passiert mit so viel mehr Leichtigkeit und die Impulse kommen aus der Zelle, aus der DNA, aus dem Körper und nicht aus dem Kopf. Natürlich, der Kopf freut sich. Mittlerweile ist es bei mir so gedreht und so vernetzt in meinem Hirn, dass auch mein Kopf sagt, yes, cool. Also mein Körper, mein Herz, mein Verstand und mein Geist sind in Übereinstimmung mit dem. Und das war ein Prozess. Das war das Commitment, dass ich das mache. Das war das mir ein Ziel setzen. Und natürlich habe ich mir dazu auch Vorbilder geholt. Ich habe da ganz viele Vorbilder, wo ich sehe und wo ich spüre, wow, der Mensch ist mit seinem Körper ein Team, der Mensch ist in seinem Körper so stark zu Hause, der ist so stark mit sich in Kontakt und Verbindung. Das hat mich natürlich extrem inspiriert, ja. Und deswegen kann ich dir das von Herzen mitgeben. Such dir Vorbilder und committe dich dir selbst gegenüber und du wirst sehen, du entwickelst dich mit so viel mehr Leichtigkeit und Freude. Weil wenn wir unseren Widerständen so viel Raum geben und wenn wir uns stressen, dann sind das Punkte, die uns in unserer Entwicklung hemmen. Also Stress, Vergleich, Widerstand und mit dem Widerstand in Widerstand gehen, dadurch
senkst du deine Frequenz ab. Dadurch entsteht in dir ein Kampf und du schwingst niedrig und du stresst dich einfach und das hemmt deine Entwicklung. Und wenn du da wirklich diese gewisse Leichtigkeit und Freude auch reinbringst, vielleicht eine kleine Challenge draus machst, ein Spiel draus machst, so dass es für dich auch sexy wird, dann hat das eine ganz andere Qualität und dann kannst du wirklich mit Leichtigkeit schneller oder einfacher Dinge entwickeln. Und dann als letztes möchte ich dir auch einfach mitgeben, gönn dir auch Ruhe und Pausen. Wenn wir eine Zeit lang an was dran sind, dann ist es so wichtig, sich dann auch einfach eine Zeit lang Ruhe zu gönnen. Sei es ein paar Tage, sei es eine Woche, vielleicht auch manchmal Monate, wo du die Dinge integrieren lässt, wo du die Dinge sich setzen lässt. Weil genau die Pausen sind es, in denen wir die Dinge dann wirklich, wirklich, wirklich integrieren und dann auch erkennen können. Das ist dann der Zeitpunkt, wo das, was wir gelernt haben, sich irgendwie neu verschaltet und auch in unserem Bewusstsein, in unserem Verstand dann greifbar wird, wo wir dann auf einmal die Zusammenhänge sehen und erkennen und auch verstehen, was da passiert ist und auch drüber sprechen können, was da passiert ist. Und ich erzähle da so leidenschaftlich davon, weil einfach Entwicklung ist einfach mein absolutes Lieblingsthema. Für mich ist es das Wichtigste im Leben, mich zu entwickeln und auch anderen Menschen dabei zu helfen, sie zu inspirieren, sich ebenfalls zu entwickeln. Weil ich einfach sehe, wie viel mehr Qualität mein Leben hat, wenn ich mich entwickle. Und wenn ich einfach mein Bewusstsein sich immer mehr dehnt und wenn ich immer mehr die Schönheit dieses Planeten erkenne und die Zusammenhänge und wenn ich erkenne, dass ich Teil von all dem bin, was ich sehe, von all dem im Universum. Wenn ich erkenne, dass ich ein Teil vom Universum bin und das Universum ein Teil von mir. Und ich immer mehr erkenne, dass es da noch viel mehr gibt zu entdecken. Dass es da viel mehr gibt zu leben, zu erleben, zu erfahren. Wenn ich die Wachheit und die Präsenz des Lebens wirklich spüren kann und die Schönheit des Lebens wirklich spüren kann, dann ist es für mich ein echt, echt gelungenes Leben. Und durch diese Entwicklung, die eben nicht immer leicht ist, die oft wirklich schmerzhaft ist, aber durch dieses wirklich Hinschauen, wirklich dranbleiben, wirklich fühlen, erkennen und transformieren. Dadurch komme ich immer mehr in diese Zustände. Ich komme immer mehr in diese Momente, in diese wirklich schönen Seinsmomente, wo ich mit mir tief in Kontakt bin und wo ich einfach weiß, wie wundervoll dieses Geschenk des Lebens ist, das wir hier erfahren dürfen. Und deswegen war mir das so wichtig, dir das in der Folge jetzt mitzuteilen. Und ich hoffe, dass du dir was mitnehmen kannst für dich, dass die Folge für dich inspirierend war und dass du die Folge auch mit Menschen teilst, denen du auch Impulse weitergeben möchtest, die du auch inspirieren möchtest. Vielleicht sind das Menschen, wo du spürst, die stehen gerade an einem ganz wichtigen Punkt in ihrem Leben oder die hadern gerade mit sich, die sind im Widerstand, die stressen sich oder Menschen, die gerade für sich einen Entwicklungsschwung erleben. Vielleicht hast du Lust, die Folge zu teilen und mir auch Feedback zu geben. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn du beitrittst in unserer Facebook-Community, die heißt Podcast Sein, also so wie der Titel des Podcasts. Auf Facebook, weil da können wir uns austauschen, da können wir uns vernetzen, da können wir unsere Erkenntnisse und Erfahrungen teilen und miteinander ein Stück gehen und miteinander wachsen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und in dem Sinne wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!